Willkommen in Tamatos Kampftrainingsschule, Kampftrainingseinschulungstrainingshalle. Heute lernen wir das Schlagen. Drücken Sie die X-Taste. Bravo, jetzt ist es rekrutiert. Ich bin der Tamatos, wie du meinst. Der Mann ist der Onsho. Der Onsho, was macht denn der hier? Der Mann ist auch hier. Also volles Programm mal wieder. B&B-Show, all inclusive. So, und jetzt müssen wir weiter runter und weiter rauf. Weiter runter, runter, ganz tief in die Goblin-Höhle. Oder Ork-Höhle oder was auch immer das ist. Ja, wir müssen unserem Niveau folgen, ne? Schau, das bist du, Mann ist der Lars. Nein. Da waren wir noch gar nicht darauf, oder? Doch, wurscht. Da gibt's noch fette Items zu. Fette Items? Du meinst fette Beule? Beute? Ja. Ich habe mich gerade verbrannt. An einer Fackel? Ja. Auf der Zunge, oder was? Aber du hast auch eine scharfe Zunge. Ich? Mhm. Oha. Die wurde mir gestern gespitzt, deswegen. Da hast du die Sache spitz bekommen, nicht wahr? Genau. Ah. Ja, ich jetzt nicht stecken geblieben. Ja, da bleibt immer stecken. Diese Felsformationen stecken voller Informationen. Schau, meine Leute, ihr müsst mir folgen. Ihr geht's lang. Felsen, wir sind doch nicht seine Gefolgsleute. Jetzt gehen wir da runter, oder? Ja. Jetzt, wo wir die Medizin haben. Okay. Was ist los, Tamato? Nein, ich bin gerade so ein bisschen deprimiert. Ich tue mir die Haare vor die Ohren, das mache ich mir aber nicht deprimiert. Ach doch, die sammeln das schon mit Acid Rain. Ich habe neue Stecken, warte, ich habe einen neuen Stecken bekommen. Wegen einem Stecken? Ja, warte, ich zieh mir die Schuhe aus, spuck es mir gleich auf die Hose. Was hab ich da Gutes? Feuerkäfer. Großer Stab! Kannst du den jetzt knicken? Da hatte ich noch einen verstärkten Stab, jetzt habe ich schon einen großen Stab. Ja, den kann ich jetzt knicken. Ja, lass mich mal schauen. Das ist ein richtiger Zauberer. Unser großer Stab. Mütze. Ich habe natürlich wieder nichts Neues. Ich bin ein armes Schwein. Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Warum entrüstet sich der immer? Das ist schade, Lom ist der Reif, der zählt auch im Kopf. Vielleicht ist der stärker und du hast das Thema ausgerüstet. Achso, 21? 27? Nein, nein. Da schaust du dann aus wie Boba Fett. Genau. Ein richtiger Superheld. Nein, ein richtiger Kopfgeldjäger. Okay. Jäger. Oha. Wow, der ist schon richtig skill. Ich hänge sowas von fest. Ja, dann pass schaut, auf. Der Goblin hält mir die Waffe ans Genick. Eine Goblin. So, welche Richtung gehen wir da? Okay. Hier links Achtung, ich greife mal an. Ich schieße dabei meine Kugeln. Und wow, ich hab gedacht, der fällt jetzt rum. Ja, irgendjemand hat jetzt einen Stab aufgehoben. Ja, ich gebe euch den Stab. Die ganzen guten Items fallen dir in die Hände. Ja, so wie in Diablo, das Geld fällt dir in die Hände. Ich bin ein armes Schwein. Ich kann nichts mehr dran, da liegt ein Mana dran. Den holt ihn. Nein, der gehört mir. Aber der trinkt so, ich habe ihn so aufgenommen vorher. Oder? Ja. 25. Ich muss dann auch noch schauen. Ich 25 so brauche ich nicht. Gut. 25er Hose braucht ihr, oder kann ich nur nicht dran? 25er Hose? Die kannst du eh nur du tragen. Schau, wie die ausschaut. Die würde ich nie anziehen. Ich habe ein Rapier. Will jemand ein Rapier? 21, 27 oder was? Ja. Keiner braucht ein dreckiges Rapier. Nee, kannst du kalten. Okay. Wow, wer ist der Nackert? Du bist da. So, ich schon. Warum bin ich nackert? Aus, aber. Aber ich hab doch ausgerückt. Nein, ich bin nicht nackert. Oh, ein starker Reif. Na super, jetzt bin ich meine Budenmütze los. Und was haben wir hier? Nichts. Hat nicht irgendjemand einen Stab aufgehoben? Ah, ich hab den Stab. Das sind Speere. Die sind zwar urstark, aber die sind blöd. Ja. Aber ich schau, wer war gerade nackert? Du warst. Du? Nackt. Nein, ich hab. Hä? Egal. Ja, wirklich. Und das was du. Ah! Steckt nicht Komm fest! Zurück. Ich trage bereits zu viel. Ja, nimm die mal. Willst du. Okay. Hat er getrunken oder was? Ja, ich habe jetzt ausgetrunken. Das nächste Mal. Ja, Portal, sehr gut. Da können wir jetzt zurück. Zum rosaroten Panther. Zum rosaroten Panther. Und dann können wir unsere Sachen verkaufen. Keletin! Keletin. Das ist die Stadt der Träume. Keletin. Okay, wisst ihr, wer zuerst im rosaroten Panther ist, der darf seine Sachen verkaufen. Ihr rennt aber falsch. Oh je, wir rennen falsch! Vorteil! Oh je, der Westerrote, der holt mich ein. Der Sonja ist das. Ah, ich bin schneller! Komm, rosaroter Panther! Oh, du bist. Ich bin's. Wer ist der rosaroter Panther? Ich bin's. Und ich hab recht gedrückt, also kann ich auch schon.
Mal sehen. Die Speere brauchen wir nicht. Gladius, auch ziemlich blöd. Das kann man alles raushauen. Ja. Morgenstern braucht man nicht. Geschwungene Schwertpfeile. Und ich hab so viel Geld und ich bin in jedem Spiel ein Arschwein. Wellwasserüberhose. Du musst schnell das. Die ist gut, gebe ich auf. Es ist ein reifen Ort nicht. Meine Mützen kann ich verkaufen. So komische Barbarenrüstung. Ringpanzerüberhosen braucht ja kein Schwein. Ja, dann schau ich mal. Ich kaufe mir sowas. Die sind nämlich sehr lustig. Gastrank, Feuertrank und Explosionstrank, glaube ich mal einen. Nein, zwei. Ein Schmuck, ich schau noch ein kurzer Morgenstern. Was gibt's beim Schmuck Neues? Immer mit dem Schmuck. Warte, ich muss überhaupt beim Schmuck schauen. Das ist wichtig. Magie, Resistenz, Resistenz, Regeneration! Kauf ich mir. Regeneration. So, das war's von mir mit dem Panzer. Gut. Okay, ich bin auf. Bist du fertig. Komplett? Ich bin komplett. Sind wir alle komplett? Wenn sie dich fragen, dann heißt das, dass es gerade ausgewählt ist. Ja, aber ich brauche nicht Bogen, nein, oder? Wie du meinst, ich weiß nicht, ob du Bogen schießt. Das ist nicht wirklich. Dann nicht. Warum, was ist? Schöne Pfeile gibt's mehr. Wieso verkaufst du deine Pfeile? Er hat seinen Bogen an den Nagel gehängt und verkauft. Woher die Pfeile auch nicht. Wir haben ja gar keinen Bogenschützen, das heißt, ich bin der einzige Fernkämpfer. Ich kann auch zaubern. Du kannst zaubern und du bist der Nahkämpfer. Genau. Ich warte nur auf meine Heilzauber, aber die kommen nicht. Na, das kann ja noch was sein. 1931, wie stärker bei meiner Waffe einmal, oder? Ja. Ich kaufe mir nie Waffen eigentlich beim Händler. Man findet den eh gescheiter. Ja, eben. Oder es gibt so ganz seltene, so Götterwaffen irgendwie. Ja. Die gibt's manchmal beim Händler. Die habe ich mal gekauft, aber. Ich glaube, die gibt's aber erst später. Die gibt's erst im zweiten Teil. Ah, so. Wirklich? Ja. Ja? Wirklich? Ja, wirklich. Ist das so? So, zurück zum Spiel. Und auf geht's in Orkhöhle 3. Irgendjemand hat gedrückt Orkhöhle 3. Es gibt Orkhöhle 1 und es gibt Orkhöhle 3. Ja. Wo? Ist Orkhöhle 2. Mhm. Das ist das Stockwerk. Im ersten Stock gibt's ein Portal, im dritten Stock gibt's ein Portal, im zweiten gibt's kein Portal. Ach, so ist das. Da haben sich die Orks das Portal erspart. Oder vielleicht gibt's doch ein Portal und wir haben es nicht gefunden. Es ist alles möglich. Und jetzt geht's Lotto. Ab die Welt, ab die Post. Was ist jetzt? Ah, eine Fackel. Oha. Bis vorrücken. Sie machen jetzt einen Regentanz. Oh. Wow, der Überlord. Ja, was heißt das? Er redet in Witz. Blödsinn. Der hat keine Chance. Das müssen wir drehen, dann geht das Tor auf. Ja. Weil wir zu blöd sind. Aber vor allem würde ich würde sagen. Rasch ist der Rote! Rasch ist der Rote. Ich verstecke mich nicht. Okay, was? Nee. Ja, du versteckst dich? Nein, ich bin eh schon da. Geld, denk dir mal Geld. Ach, ich habe ein Schild aufgehoben, das ist immer eine erfreuliche Arbeit. Schild kann ich gebrauchen. Ich habe einen Bogen gebraucht, keiner. Raschisch! Der Rote. Oh ja, raschisch. Wahrscheinlich gehört er zum Roten Baron. Ist wahrscheinlich sein Sitznachbar. Vorsicht, er hat Reichweite 4. Ist sehr viel. Krieger, stell dich vor und drauf, wir machen das. Immer Probleme mit dem Mana. Wir schießen. Oh, pass auf, trink den. Ich bin kein Mann mehr. Hahaha, ich habe ihn hinten geschlichen. Jetzt machen wir fertig. Auf ihn mit Gedröll. Nein, ich bin tot. Jetzt umbringen. Ha! Und das ist ein Sack. Oh je. Was, du bist gestorben? Unser Krieger ist gestorben. Egal, drin die Kurve. Die Tore sind offen, juhu! Die Tore schließen sich schon. Sacke alles ein, was hier gibt. Jetzt sehen wir, was passiert in der Oberfläche. Da bin schon wieder ich. Ha. Das bist nicht du. Doch. Wer sonst? Schau, das haben wir ausgelöst. Der Stein senkt sich. Das haben wir nur getan. Und der andere Stein senkt sich. Die Goblets machen sich bereit. Die Goblets machen sich bereit. Sie heißen Goblins, nicht Goblets. Die Goblets machen sich bereit. Gleich geht der Krieg los, Achtung. Schau, das haben wir jetzt angerichtet, diese Metzlerei. Wie können wir das nur verkaufen? Ist schon leid. Und da unten sind wir. Sogar der Kameramann ist gestorben.
Nein, der Breimann. Zurück nach oben, okay. Okay, ich würde aber sagen, wir beenden den Part auch direkt hier. Ja, mir gut. Warte, aber zuerst müssen wir schauen, was ich habe. Was uns im Himmel erwartet, will er wissen. Ich habe jetzt nicht mal 10 Minuten, müde. Oder? Ein Blödsinn haben wir hier. Ja, oh ja, machen wir schon Schluss. Wie lange haben wir? Für diesen Part. Schau ich durch. Keine Ahnung. Blau anstreichen. Komm, los, mach das Ende. Wieder schon reingehauen, tschüss, und schreibt Kommentare, tschüss. Tschüss. Und dann, wo? Tschüss. Bye. Also?